Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. So. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ergibt nicht irgendwie Sinn. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich umwickle die Handschuhe mit Isolierband. Oh mein Gott. Jetzt geht's, ne? Ich biege die Stromkabel am besten aus der Röhre in den Tankraum. Weg mit euch. Wie klettert er denn So, jetzt hoch die fertig. Wand? Voll der Bug. Jetzt können wir anmachen, ne? Also gut, fluten wir die Röhre. Fluten wir die Röhre. Das dürfte reichen. Müsste ja jetzt ein doofes Hin- und Her-Gerennerei gewesen sein, um immer zu gucken, dass das nicht zu viel Wasser wird. Ich bin ertrunken. Warum zeigen die nicht, wie er dahin schwimmt? Oh. Mine? Mine. Da sind Muttern. Sie halten das Gitter fest. Muttern habe ich. Es geht. Weiter. Weiter. Eine noch. Das war's. Gerade noch geschafft. Ich wäre gerade fast ertrunken und bei dem fast will ich es auch belassen. Klar. Kette. Das ist also unser Gefängnis gewesen hier. Eine Eisenkette, ziemlich massiv und schätzungsweise 5 Meter lang. Dahinter ist der Bunkerraum. Vielleicht kann man die Tür von dieser Seite öffnen. Dahinter ist der Bunkerraum. Dahinter ist der Nee, Bunkerraum. aber so nicht. Das kann ich da auch alles nicht nehmen. Eine alte Lore. Eine alte Lore, wie man sie früher in Bergwerken benutzt hat. Anscheinend wurde sie konstruiert, um schwere Lasten zu transportieren. Sie sieht zumindest sehr massiv und schwer aus. Ich höre hier irgendwo Strom. Da fehlt eines der Räder. Vielleicht wurde sie deswegen ausgemustert. Ich kann die Lore nicht bewegen, solange das Rad fehlt. Steine. Ein Steinhaufen. Die meisten Steine dürften 30, 40 Kilo aufwärts wiegen. Die sehen wirklich schwer aus. Die sehen wirklich schwer. Da kann ich nichts machen. Eine Erdspalte? Dieser Raum sieht viel weniger nach Bunker aus als der andere. Eine Kombination aus Bunker und Bergwerk. Warum sollten die Erbauer des Bunkers nicht einen abgelegenen Arm eines alten Bergwerks nutzen? Der Fels bietet zusätzlichen Schutz und es muss weniger erdreich bewegt werden. Da ist eine Erdspalte, ein Riss im Gestein, vielleicht einen halben Meter hoch. Ich kann nicht viel erkennen, aber der Spalt scheint schräg nach oben zu führen. Der Spalt ist vergittert worden. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass er nach draußen führt. Aber die Gitterstäbe sind sehr dick und einbetoniert. Da muss schon einiges an Kraft aufgeboten werden, um sie zu verbiegen oder aus dem Stein zu reißen.
Der Spalt ist vergittert, aber die Gitterstäbe sind... Ich kann es mir vorstellen, was wir machen müssen. Großartig. Beim Überwinden des ersten Tores bringe ich mich fast um und ein paar Schritte weiter wartet das nächste. Und wie nicht anders zu erwarten, tut sich auch hier nicht das Geringste. Das Tor ist verschlossen und mindestens so massiv wie der... Vielleicht gibt es eine Art Kontrollraum, aus dem heraus es geöffnet werden kann. Keine Ahnung. Das Tor ist verschlossen. Vielleicht gibt es ein... Okay, was haben wir hier noch zum... Nur die Sachen noch. Ich kann die Lore nicht... Er kann die Lore... Die sehen wirklich schwer aus. Der Spalt, aber die Gitter stehen. Okay. Das geht doch bestimmt. Ich lege die Kette nur um zwei der Stangen. Wenn die herausreißen, hätte ich genug Platz, um in den Spalt zu klettern. Jetzt muss ich das andere Ende der Kette noch irgendwo festmachen. An die Lore. Die Lore läuft mir schon nicht davon. Kein Grund. Ach, ich weiß nicht. Was? Oh, Knopf. Der öffnet bestimmt die Tür zum Hauptraum. Knopf, nein. Ein Knopf. So. Lass mich mal überlegen, was wir jetzt machen könnten. Das Schwungrad am Kompressor hat etwa die Größe wie die Räder an der Lore. Und es ist mit vier Muttern verschraubt. Hab's. Es wäre wirklich Zufall, wenn das passen würde. Aber irgendwann brauche ich ja auch mal Glück. Ja, stimmt. Aber für meinen Geschmack hast du schon sehr, sehr viel Glück, Darren. Sehr, sehr viel Glück. Das könnte wirklich passen. Entschuldigt, dass ich manchmal bei diesem Let's Play so ein bisschen... Es ist etwas kleiner als die anderen Räder. Aber zumindest ist es genauso stabil. So ruhig bin. Aber das liegt daran, dass ich am Überlegen bin. Mal sehen. Es geht. Verdammt, das war's. Die Bretter sind wohl nicht mehr ganz so stabil wie gedacht. Na, denkt ihr das, was ich denke? Die sehen wirklich schwer aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das Verschieben der Lore gebracht hat. Vielleicht gar nichts. Jetzt können wir sie nämlich festmachen. Ich hake die Kette an der Kupplung ein. Sie ist direkt am Rahmen befestigt und sollte einiges aushalten. Das war's. Die Stangen und die Lore sind durch die Kette verbunden. Die sehen wirklich schwer. Die sehen wirklich... Kann ich echt nicht einen benutzen? Jetzt habe ich eine an ein Gitter gekettete Lore. Eines der Bretter ist durchgebrochen. Zum Glück sind die anderen Bohlen dicker und haben gehalten. Darunter ist ein Schacht. Ich kann den Boden nicht erkennen. Nach einigen Metern sehe ich nur noch schwarz. Ich räume die Bohlen dort an die Wand. Was bringt das? Immer noch nicht viel mehr zu sehen. Das Licht reicht nur einige Meter weit hinunter. Ich habe keinen Schimmer, wo der Schacht hinführt. Ich sehe nichts, ich rieche nichts, kein Lufthauch, gar nichts. Ich habe keinen Schimmer, wo der Schacht... Ich habe die Lore ans Gitter gekippt. Vielleicht aber auch nicht. Und ich habe nur einen Versuch. Ich sollte auf Nummer sicher gehen und das Gewicht der Lore erhöhen. Aha, jetzt können wir die Steine benutzen. Die Steine haben das richtige Gewicht. Und bis in die Lore kann ich sie wohl wuchten. Die Lore samt Stein dürfte jetzt gut und gern eine halbe Tonne wiegen. Ja, jetzt müssen wir sie nur noch irgendwie runterschieben. Ha!
Es wird nichts. Die Lore steht genau am Rande des Schachtes und ist mit einigen Zentnern Steinen gefüllt. Ich kann sie keinen Zentimeter bewegen. Mit einem Hebel könnte ich sie das kleine Stück vielleicht vorrücken. Hebel, 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 Hebel. Ich such schon. Holzbohle. Die Bohlen haben stark unterschiedliche Dicke. Und einige sind viel stärker vergammelt als andere. Vielleicht sind sie aus unterschiedlichem Holz. Ich nehme eine von den dicken, stabilen. Den Rest lasse ich, wo er ist. Und los geht's. Also gut. Ich muss nur zusehen, schnell genug zur Seite zu kommen, sobald die Lore abstürzt. Ach ja, genau, weil das Gitter ja... Ich drück schon mal hier irgendwo hin. Hätte ich mir auch sparen können, brauchte ich nicht, aber egal. Ich habe keinen Schimmer, wo der Schacht... Die beiden Stangen wurden glatt aus dem Beton gerissen. Damit habe ich genug Platz, um durch den Spalt zu klettern. Hoffen wir mal, dass der Erdspalt in die Freiheit führt. Ja. Aber ich höre die ganze Zeit irgendwo Strom. Na, immer noch. Out of order, ja. Also was mit Samuel haben wir das hier alles nicht so gefunden. Verdammt nochmal! Ich krieche aus der Falle und lande im Versammlungsraum des Ordens? Das kann echt nicht wahr sein. Zum Glück scheint niemand hier zu sein. In der Schale brennt ein Feuer. Das heißt, dass vor kurzem noch jemand hier gewesen ist. Hoffentlich kommt derjenige nicht zurück, solange ich noch hier bin. Da kann ich gar nichts drücken. Vor der Kiste liegen mehrere zusammengefaltete Mäntel. 5, 6 Stück. Heißt das, diese Verschwörung besteht nur aus einer Handvoll Leuten? Scheint so. Keine Hinweise. Nichts, was mir weiterhelfen könnte. Ich würde mir mal vorsichtshalber einen drüber ziehen, ey. Da können wir gar nichts machen bei dem Bild von dem... Ach, wie hieß noch nicht mehr... Wie hieß denn der böse Bruder von den Gordons? Ich weiß es nicht mehr. Wenn ich das Spiel aus habe, fällt es mir bestimmt wieder ein und ich drüber nachdenke. Aber ich weiß es jetzt gerade echt nicht. Ob das hier so eine Art Versammlungsraum ist? Ein Clubraum für den örtlichen Totenbeschwörer und Schwarzmagierverein? Sobald ich Angelina gefunden habe, bin ich sowas von weg hier. Ja, kann ich nicht. Nur zur Holztür gehen. Das gibt's doch nicht. Warum stehe ich hier ständig vor verschlossenen Türen? Scheiße! So geht's auch. Also, ganz in Ruhe. Angelina ist nach wie vor verschwunden. Vielleicht wurde sie als Köder missbraucht, um mich herzulocken. Aber wieso? Und wo ist sie jetzt? Vielleicht sollte ich noch einmal mit Miss Valley sprechen. Sie weiß mehr, als sie sagt. Die Frage ist, was ist mit dem Orden? Da steht einer. Dazu? Rechts. Was wollen die von mir? Tja, fuck! Nein! Nein!
Kapitel 4. Jetzt sind wir ja wieder eingesperrt. Oh. Mein Kopf. Wer zum Teufel war das? Und wo bin ich jetzt? Ich muss mich irgendwie befreien. Wer weiß, wann meine Entführer zurückkommen. Die Frage ist nur, wie. Wir sind ja gefesselt. Ja, da ist eine Flasche. Eine grüne Plastikflasche. Ich kann nicht so genau erkennen, was es ist. Roll mal hin. Ich schiebe sie näher ins Licht. Petroleum. Dem Gewicht nach zu urteilen, ist auch noch etwas drin. Petroleum. Ich weiß nicht, was man damit macht. Ich weiß nicht, was Petroleum ist. Ich komme gerade nicht drauf. Durch die vernagelten Fenster strahlt helles Tageslicht. Wie lange war ich ausgeschaltet? Durch die vernagelten Fenster... Ich habe die Hände gefesselt. Eine dünne Holzleiste. Ich glaube, ich kann sie erreichen. Hab sie! Den alter Lappen? Ein alter Putzlappen. Ganz offensichtlich wurde er schon sehr lange nicht mehr benutzt. Die Möbel wurden abgedeckt, um sie vor Staub zu schützen. Und wenn ich mir den so ansehe, war seit Jahren niemand mehr hier. Wieso hat er den Lappen denn jetzt fallen lassen? Okay, mehr kann ich hier nicht drücken. Doch, ich habe da noch was. Petroleumlampe, Glasscherbe, okay. Eine alte Petroleumlampe. Sieht mir ziemlich groß und schwer aus. Das Glas fehlt. Einige Scherben, vermutlich von der kaputten Öllampe. Sie sind gewölbt und relativ dick. Ach so, ich kann nur Scherbe oder Glas, oder Lappen nehmen. Kann ich mich damit jetzt irgendwie befreien? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich könnte versuchen, die Flasche aufzuschneiden. Und dann? Das geht so nicht. Mit der Leiste könnte ich die Fessel nicht durchschneiden. Sie ist abgerundet und deutlich zu weich. Ich komme nicht dran. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ach, ich sag das bestimmt so oft. Ich weiß es wirklich nicht. Durch die vernagelten Fenster. Ach, Petroleumpfütze. Ja, genau. Ich habe gar nicht gesehen, dass das geklappt hat. Ich glaube, ich habe alles erwischt. Der Lappen ist jetzt in Petroleum getränkt. Der Lappen ist mit Petroleum getränkt. Zumindest Teile davon. Der Lappen ist mit Petroleum. Ich lasse ihn lieber da liegen. Okay. Der Lappen ist mit Petroleum. Durch die vernagelten Fenster strahlt helle.
Ich lasse ihn lieber da liegen. Scherbe. Sonne. Feuer. Ich halte die Glasscherbe in einen der Sonnenstrahlen. Ich glaube, es geht. Die Scherbe bündelt das Licht und erhitzt einen kleinen Punkt auf dem Stoff. Das müsste eigentlich... Wow! Na bitte! In Ordnung. Ich müsste da ankommen. Okay, ganz gut. Das sieht schon besser aus. Das sieht sehr viel besser aus. Ach, so rum geht nicht, aber so rum. War nicht schlecht. Hund bewegt sich. Sollten wir das Feuer nicht so ein bisschen löschen? Ach, gut gemacht, Darren. Das ist schon mal viel besser. Ich bin stolz auf dich. Die Reste meiner Handfesseln. Mehrere Seilstücke, alle zwischen 1 und 2 Meter lang. Können wir die nicht gebrauchen? Dieses Seil... Das habe ich zu schnell weggeklickt. Schuldigt. Der Bürostuhl passt hier überhaupt nicht rein. Wahrscheinlich wurde er mitgebracht, um mich daran zu fesseln. Der Bürostuhl passt... Sieht aus wie stramm verschnürte Stoffe. Handtücher, Bettbezüge, Laken, Decken. Vielleicht konnten die Bewohner sie nicht mitnehmen, wollten sie aber auch nicht einfach den Ratten und Mäusen überlassen. Deswegen haben sie sie so eng zusammengeschnürt, wie es ging. Das Ding wiegt mindestens 30 Kilo. Das schleppe ich lieber nicht mit mir rum. Der Stoff ist so... Zwei Landschaftsbilder. Das eine zeigt eine kleine Stadt im Grünen, das andere ein Moor. Unter dem Stadtbild steht auf einem Messingschild etwas. Cardiff... 1812. Diese Stelle in der Wand sieht irgendwie seltsam aus. Geht schon von alleine hin? Ein Geheimfach. Nanu? Kinderspielzeug. Ja. Nichts weiter als Kinderspielzeug. Hier muss sich ein Kind ein Lager angelegt haben. Ich hab schon das Spielzeugauto mitgenommen. Mehr von dem Zeug brauche ich nicht. Ja, Entschuldigung. Die Idee bei dem Ding ist wohl, dass man Anzüge oder Uniform oder sowas drüber hängt, damit sie nicht verknittern. Vielleicht bürstet man sie auf dem Ding auch ab. Aber wir könnten unserem Verfolger eine Falle stellen und zwar... so tun, als wenn wir da gefesselt wären, die Puppe da hinstellen und wir verstecken uns hinter der Tür oder sowas und überraschen denjenigen dann. Mal sehen, dann. Was sich dahinter versteckt. Ein Stammbaum. Interessant. Ein Stammbaum. Vielleicht gibt er mir Hinweise darauf, wo ich... Da, ganz oben. Samuel und Catherine Gordon. Bitte? Dann ist das der Stammbaum der Gordons. Dann gehört auch dieses Haus einem Gordon. Stecken Sie hinter der ganzen Sache? Das waren die Letzten. Der Stammbaum der Familie, ja. Gordon. Beginnend mit Marcus und Mordred, genau bis hinauf zu Samuel und Catherine Gordon. Eine jahrhundertealte Familiengeschichte. Voller Mord und Leid. Ja, und Catherine ist bei dem Feuer gestorben und Samuel hat sich ja umgebracht. So. Ja, was? Die Fenster sind mit schweren Brettern vernagelt. Hier komme ich nicht raus. Sieht mir nicht so aus, als könnte ich die Bretter lösen. Gar nichts. Als wären sie für die Ewigkeit befestigt worden. Okay, so. Ja, das geht.
Oder? Nee. Der Bürostuhl passt hier über. Eine aufgemotzte Version. Der Stoff ist so stramm. Sieht aus wie stramm verschnürte Stoffe. Vielleicht konnten die Bewohner sie nicht mit deswegen haben. Ich weiß nicht, was ich damit jetzt mache. Oh. Die Seilstücke sind zu kurz. Dann nehmen wir das. Ja, eine eine Falle hier, ich dass knote das Seil oben drüber um hängt. Der Bindfäden. So. Genau. Ich habe das Seil an den Balken. Jetzt an den Balken hoch? Genau. Und dann kriegt der einen, wenn er reinkommt, direkt ein Dusch mit dem Ding davor. Und wir müssen hinter der Tür stehen oder so. Mal sehen. Das funktioniert schon mal. Die Seilstücke sind zu kurz. Das Seil ist am Ballen befestigt und liegt über dem Balken. Sieht vielversprechend aus. Das Seil ist am Ballen. Irgendwie muss ich meinen gewissenhaften Wächter in den Raum locken. Irgendwie muss ich... Der Bürostuhl passt hier überhaupt nicht rein. Kronleuchter. Hübsch, hässlich. Hübsch. Das Ding hing garantiert nicht immer hier. Eigentlich gehört sowas in einen Saal oder einen Salon. Vermutlich wurde es irgendwann ausgemustert und hier verstaut. Kram? In dem Regal steht einiger Kram. Vermutlich haben sich Mäuse daran ausgelassen. In einigen Sachen sind Löcher. Ein Kopf? Man kann, glaube ich, seine Perücken da drauf setzen, damit sie sich nicht verformen. Den kann ich gut gebrauchen. Ich sag doch, wir stellen ihm eine Falle. Das Seil ist am Ballen befestigt und liegt über dem Ball. Das sah so vielversprechend aus. Hält nicht. Die gehören wohl nicht zusammen. Hält nicht, ja, die gehören nicht zusammen. Das Seil ist am Ball. Irgendwie muss ich meinen gewissenhaften Weg. Die Reste meiner Handfesseln. Eine aufgemotzte. Ein Halter für Perücken. Ja, also, und ich. Was ist daran jetzt so schwer? Ich verstehe jetzt nicht. Der Bürostuhl passt hier über. Der Bürostuhl. Der Bürostuhl. Der Bürostuhl passt hier überhaupt nicht an. Geht nicht. Egal, wie rum ich was mache. Zu kurz. Ich weiß nicht, was du dann jetzt willst, Sam. Darren. Irgendwie muss ich mein... Ich hab keine Ahnung.
Das Seil ist am Ballen befestigt. Das Seil ist am... Die Seilstücke sind zu kurz. Ja, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter. Okay, Leute, aber ich muss sowieso einen Cut machen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.